Ilka Fischer und Michael Weber sind auf Fußstreife im Bezirk Zollstock. Eine junge Gastwirtin braucht plötzlich ihre Hilfe. Hey, hallo. Gucken. Was los? Hallo, ich bin die Marielle. Können wir mal zurückgehen? Ja. Was rennen Sie denn so bei dem Wetter sowieso? Nur irgendwie. Ich bin die Gastleitin von der Kneipe. Sind Sie Teilnehmer? Von jetzt auf gleich ist er aufgesprungen, die Tür auf. Warte mal, mach mal, gehen wir mal hier zusammen, dann können wir schön zusammensprechen. Die junge Frau hilft häufig in der Kneipe ihres Vaters aus. Der Mann ist sogar ein Stammgast in ihrem Lokal. Dort angekommen, ermitteln die Polizisten, was die Kellnerin ihm vorwirft. So, jetzt noch mal für alle zu mitschreiben. Ich bin die Gastwirtin, er saß hier vorne, ja. Hat sein viertes Kölsch. Und von jetzt auf gleich ist er einfach aufgesprungen und ja, die Tür hinausgelaufen. Und der Deckel ist noch offen, es wurde nichts bezahlt. Zechprellerei, hat er nicht bezahlt. Richtig. Also von Zechprellerei kann wir unterhalten uns erst mit Ihnen. Okay. Und dann kommen wir zu Ihnen. Die Beamten wollen zunächst ermitteln, welche Summe der Gast bezahlen muss und warum er seinen Deckel nicht beglichen hat. Seiner Meinung nach hat er dafür triftige Gründe. Also wenn wir gleich wissen, was er macht, möchte ich irgendwie... Gleich. Genau, Platz an die 10 Euro. So, gut, 10 Euro, wir sprechen hier über 10 Euro. Wenn Sie die zahlen können, jetzt ist die ganze Geschichte erledigt. Unschön ist trotzdem, sich hier mit flinken Füßen der Sache zu entziehen. Wenn Sie das nicht können, nehmen wir die Personalien auf, dann wird das Ganze gerichtlich eingeklagt. Aber es ging mir doch gar nicht um die Zechpellerei. Es ging darum, dass ich diesen Drecksladen mal boykottieren wollte. Weil die Hygiene lässt schon seit Monaten hier zu wünschen übrig. Und mir wird jedes Mal hier schlecht irgendwie davon. Ich krieg Magenkrämpfe. Aber dann haben Sie doch die... Wenn Sie irgendwo in ein Restaurant gehen, wo Ihnen schlecht wird, gehen Sie doch noch mal hin? Ja, ich meine, wo soll ich denn sonst hin? Das ist ja der einzige Laden. Ja, das ist mir vorher auch gar nicht aufgefallen. Also jetzt, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Bier jetzt haben Sie fällt mir das jetzt erst auf. Vier Bier? Ja. So, dann trinken Sie erst vier Bier. Dann wird mir doch nicht sofort schlecht. Ja, bei 20 Bier. Aber Sie haben ja schon gesagt. Aber gucken Sie sich doch mal bitte die Anlage an. Das ist ja ein Fall fürs Gesundheitsamt. Ja, aber dann rufen Sie das. Und so und die Anlage ist schon seit Monaten nicht sauber gemacht worden. Das ist völlig veraltet. Ich habe hier alles dokumentiert. Ist alles in Ordnung. Wir haben hier noch ein Zertifikat ausgestellt bekommen. Es wird wöchentlich kontrolliert, Halle. Ja, aber darum geht es auch gar nicht. Wenn Sie hier bedenken... Mir ging es darüber schon. Ja, wenn es Ihnen darum geht, dann hören Sie mir zu, erkläre ich Ihnen das Ganze auch. Haben Sie ganz viele tolle Möglichkeiten. Einmal zu Fuß das Ordnungsamt aufsuchen oder das Gesundheitsamt oder auch anrufen, einen Brief hinschreiben. Und wenn Sie Bedenken haben, wird hier der Gastwirt, der Schankraum bzw. auch Gastronomie, wenn hier angeboten wird, untersucht, überprüft und so weiter. Unschlüssig ist aber, wenn Sie immer wieder sagen, das ist jetzt zum wiederholten Mal passiert, da wird mir schlecht... Da muss ich dem Kollegen völlig recht geben, das ist mir beim ersten Mal schon zu viel. Erste Mal bezahlt und dann sage ich, hier gehe ich nicht mehr hin, hier trinke ich nichts mehr, das ist mir zu viel. Was ist hier los? So. Hier der Kalle, einfach aufgesprungen, aus der Tür gelaufen, der alte Zechpreller hat nicht gezahlt. Ja, glaube ich. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Kennen Sie den Herrn? So oft? Vier Bier? Vierten Bier? Ja, ist schon mal hier. Der Vater gibt an, dass die Kneipe sowieso schon schlecht läuft. Die Polizisten fordern den Zechpreller auf, die 10 Euro zu bezahlen. Sie glauben, dass er nur umsonst trinken wollte. So, Sie gehen jetzt hier, Sie verlassen jetzt das Lokal. Genau das wird jetzt passieren, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Nämlich, wenn Sie hier das Lokal nicht verlassen, ist das ein Hausfriedensbruch. Aber kann ich dann nicht wenigstens mein Bier noch austrinken? Das haben Sie ja jetzt bezahlt. Gut. Die 2 Minuten haben wir jetzt auch noch, so lang bleiben wir bei Ihnen. Ja, Sie müssen wissen, wir sind ein altes Familienbetrieb und das Geld ist einfach viel. Ist alles für uns, ne? Alles. Die ganze Familie lebt und arbeitet hier und wir leben davon. So geht das nicht. Der Kalle, der kommt so oft. Wir haben so viele Probleme. Ja gut, Stammgast dann, auch wenn er sich so verhält, ist natürlich auch keine. Wir haben absolut Probleme hier mit dem Umsatz und alles, mit den Automaten. Woran liegt es? Zu wenig Kunden oder zu auch keine Kundschaft? Kundschaft bleibt weg im Moment und wir haben Probleme hier mit den Automaten. Ich kann jeden Tag zählen, Abrechnung machen, es bleibt nichts über mehr, Das kommt Ilka Fischer merkwürdig vor. Schließlich sitzt auch jetzt noch ein Gast vor den Automaten. Der Gastronom berichtet aber, dass er mit den Geräten seit Wochen nichts verdient. Sehen Sie die Automaten hier? Das war immer ein guter Verdienst und da läuft gar nichts mehr. Nichts mehr. Wir wissen nicht, warum. Aber gespielt wird und... Gespielt wird, aber es wirft nichts ab. Michael Weber findet einen verdächtigen Geldbeutel. Die Beamten vermuten, dass ein Gast die Münzen aus dem Gerät genommen haben könnte. Fraglich ist, wer und wie. Gehört Ihnen? Kann ich Ihnen sagen? Also es war heute noch keiner da, außer unsere drei. Hab ich schon nie gesehen. Der Kalle hat auch gespielt. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich spiele da nicht. Ich trinke da nur mein Bier. Ich bin eigentlich ganz brav. Also noch hier der junge Mann. Hallo? Spielen Sie hier? Ja. Nee, ich habe hier nur was getrunken, sitze in der Theke. Können Sie ein Mäuschen hier fragen? Ich sitze hier ganz unten. Wer war?
Wen kann ich fahren? Mariella. Ah, ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Hey, ich muss abkommen. Er war auch kurz dran. Nee, bleiben Sie mal. Warten Sie kurz. Haben Sie einen Ausweis dabei? Hören Sie meinem Kollegen kurz zu. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ich habe Sie ja gerade gesehen, wie Sie an dem Automaten gestanden haben. Jetzt gehört Ihnen das nicht. Ja, hier vielleicht nochmal draufdrücken. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, ich habe gespielt. Haben Sie gespielt? Ich habe kein Geld mehr. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Ich kein Geld. Nee, es geht ja jetzt weniger darum. Nee, wir möchten gerne herausfinden, wenn Sie meinen Kollegen zugehört hätten, wer jetzt hier ist. Es kommen nur drei Leute in Frage. Der haben wir die Personalien eh schon aufgenommen. Dass hier augenscheinlich ja Geld übergeblieben ist und heute Morgen aufgemacht wurde. Wir müssen ja alles schön und gut. Ich habe gerade meine. Ja, deswegen können Sie trotzdem meinem Kollegen jetzt den Ausweis geben. Der Mann ist Stammgast. Er folgt Ilka Fischers Aufforderung. Sein Freund verhält sich allerdings verdächtig. So, haben Sie einen Ausweis dabei? Nein, habe ich nicht mehr. Gar nichts? Gar nichts. Bibliothekenkarte? Nein, gar nichts mehr. Ausweis, gar nichts. Gut, dann schreiben wir mal Ihren Namen auf. Kommen Sie doch mal zu mir hier. Ja, gehen wir mal raus. Kommen Sie mal hier rüber. Ja. Hat der Kollege ein bisschen Platz zum Arbeiten. Ja, also, okay. Dann so, Sie bleiben auch bei mir. Ich mag das gar nicht, wenn man mir so im Rücken steht. Ja, Sie dürfen sich gerne mal... Ja, ja, stellen Sie sich mal dahin. Sagen Sie mir, ne? Rainer. Rainer. Der Rainer. AI? AI. AI. Weiter? Müller. Der war gut. Müller wie Meier. Müller wie Meier. Adresse? Friedhofsgasse. Ja. 763. Das ist mal eine lange Straße. Friedhofsgasse 763? So eine große Straße? Für eine Gasse ganz schön lang, ne? Okay, Köln? Köln. Okay. Postleitzahl? Holzschnitt. Den Beamten ist klar, dass der Gast falsche Angaben gemacht hat. Das macht ihn noch verdächtiger. Über seinen Trinkkumpanen erfährt Michael Weber etwas Interessantes. Ja, zu der Person Mensch wird kein Angaben soweit korrekt. Person wohl positiv, mehrfache Vorstrafen wegen Betrugs. Ja, zu diesem Rainer, dieser Name scheint nicht korrekt zu sein. Weder gibt es irgendeinen Namen in dieser Straße. Diese Straße hat auch gar nicht so viele Ausnahmen, was stimmt also gar nicht. Ja, habe ich so mit. Prüfen wir hier vor Ort. So, haben Sie mitgekriegt? War ja nicht zu überholen, ne? Haben Sie nicht mitgekriegt. Also, die Adresse, wo Sie angeblich wohnen, die existiert gar nicht. Ach so. Und Ihr Name ist da auch nicht gemeldet. Scheiß Wohl, Rainer. Ja, Rainer Müller, ja, bitte. War der Herr schon öfters bei Ihnen? Oder kennen Sie den? Ja, kommt auf jeden Fall sehr regelmäßig. Und spielen auch immer? Oder spielen sehr regelmäßig, ja. Spielen auch? Ja? Früh Nachmittag. So, Sie sind vorbestraft wegen Betrug, habe ich gerade gehört. Ja, mag sein. Ja, ich würde sagen, wir ja, aber ich habe mit der Sache nichts zu tun. Manchmal spielt das Leben halt so. Jetzt machen wir erstmal einen nach dem anderen. Nein, ich habe mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Pass mal lieber ihn da. Hört mal auf, so hampelig hier zu werden, das kann ich euch gar nicht machen. Ich habe gar nichts zu tun. Ja, natürlich hast du damit was zu tun. Komm, wir gehen mal hier. Haben Sie ihn da hinten? Ja, kannst du mal den fragen. Ja, so. Der hat bestimmt was mit dem Automaten zu tun. Alle Taschen leer machen. Bei der Durchsuchung der beiden verdächtigen Automatenspieler findet der Ordnungshüter nicht nur den Ausweis des zweiten Mannes, sondern auch etwas viel Aufschlussreicheres. Boah, Ausweis, bitteschön. Sehr schön. Noch was? Herr Witt, Rainer Witt. Ja, Rainer ist ja schon mal richtig. Ich glaube, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich ja, aber der falsche Name, ne? Was ist das hier? Überprüf du mal den Herrn Witt noch einmal kurz. Was ist das? Von der Tiefgarage. Na, Tiefgarage. Okay. Warte ich jetzt eben mal kurz, was der Kollege rausführt. Ja, Arnold, komm noch mal. Ja, beim Durchsuchen haben wir hier diese Karte gefunden. Die ist außer dem Streifen völlig blank gewesen. Ich habe aber Gott sei Dank eine Rundmail gelesen. Wir werden regelmäßig über neue Maschen, über neue Modus operandi informiert und dementsprechend auch ins Bild gesetzt, dass wir das einfach nachlesen können. Nicht jeder Kollege ist zu jeder Zeit vor Ort. Und hier ging es jetzt darum, dass wirklich in der letzten Zeit speziell hier im Bereich und in dem Viertel Spielautomaten abgezogen werden. Also mit so einer Karte werden Guthaben aufgebucht, also manipuliert diese Karte und die Spielautomaten damit konsequent leergezogen. Also die Guthaben werden abgerufen, obwohl nie etwas aufgespielt oder eingeworfen wurde. Kein Spielguthaben und damit konsequent hier die Gastwirte um ihr Geld gebracht. Haben Sie solche Karten? Hier funktioniert das so? Ja, wir haben so Guthabenkarten. Wir haben so Guthabenkarten. Ist Guthaben drauf? Da können die Leute damit. Die sehen so aus, oder? Ja. Oder? Die sind wahrscheinlich normalerweise bedruckt. Ne? Das ist hier so ein Rohling. Ja. So ein Rohling ist das. So, und dann können die Leute reinchecken und dann kann der Automat dadurch spielen. Ja? Der läuft ja jetzt. Ne? Hat der Herr bei Ihnen Guthaben gerade gekauft? Okay. Gut, dann nehmen wir hier die. Also, ich weiß, ich habe die nicht den verkauft. Das definitiv? Hier. Absolut nicht. Einmal da bleiben, bitte. Okay.
Ja, ich würde sagen, wir nehmen die auf jeden Fall erstmal mit. Ich gehe davon aus, weil da ist gar nichts drauf. Nee. Das hat eben haben so einen Aufdruck. Auch nicht bekannt von, nein. Haben Sie einen Aufdruck bei Ihnen auf der Karte? Bei Ihnen ist wahrscheinlich so ein Automat. Wie viel fehlt denn da? Wie viel fehlt denn da? Also, was haben wir jetzt gerade? 800 Euro? Ja, auf jeden Fall. Die ganze Zeit. Mit wie viel Geld werden diese Karten denn geladen, wenn die die bei Ihnen kaufen? Was haben wir mal? 10, 20 Euro, 30 maximal Euro. Maximal 30 Euro. Also, 30 Euro mit so einer Karte können Sie ja keine 800 Euro aus dem Auto machen. Ich gehe mal davon aus, dass die generell manipuliert ist, dass wahrscheinlich dann... Rainer, Sie sollten vielleicht auch tatsächlich die selbe gehalten. Komm mal her. Okay, ich denke, die Karte ist manipuliert, die nehmen wir mit, die wird ausgelesen auf der Wache. Was kann man dazu sagen? Also, jetzt war das seine Idee gewesen? Was ist das für ein Scheiß? Du kommst auf die Scheißidee mit dem Bild. Hör auf damit! Feierabend. Ich sollte dann nur spitzen deine hier sitzen und gucken, dass alles okay ist. Ja, ist doch so. Nein! Ich hab keine Lust alleine in den Bau zu gehen wegen deinem Scheiß. Auf den Bau. So. Festen Wohnsitz haben Sie? Ladungsfähige Anschrift? Ich nehme an, die wohnen noch da. Genau. Da sie schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, möchte ich mir eigentlich ersparen, sie jetzt mit auf die Dienststelle zu nehmen. Aber sie werden natürlich dementsprechend zu dem Vorwurf des Betruges und sowas Stellung nehmen müssen. Ja, war seine Wieso haben Sie die Karte denn in der Tasche, wenn das seine Idee ist? Ja, weil er sie mir gerade gegeben hatte. Ach, ich weiß mir gerade gegeben. Okay. Gut. Er hat doch die ganze Zeit gespielt. Die Karte hat mir gerade gegeben. Er hat gar nichts gemacht. Also Zeugenaussage, wir haben gesehen, dass Sie gespielt haben. Ja. Ich habe auch gesehen, dass Sie miteinander Kontakt hatten, dass Sie sich hier rübergebeugt haben und mit ihm gesprochen haben. Karte übergeben, hat er jetzt angegeben, das passt definitiv. So. Wir können da mit Sicherheit auch noch Ihre Fingerabdrücke oder DNA auswerten. Sie sollten da vielleicht jetzt langsam Abstand von nehmen. So, Karte habe ich hier zu dem Bargeld reingetan? Ja. Gut. Ja. Die Polizisten ermitteln, dass der zweite Stammgast Elektriker ist. Sein Freund hatte ihn auf die Idee gebracht, eine Karte nachzubasteln. Seit Wochen haben die beiden auf diesem Wege mehrere Automaten leergeräumt. Wie gesagt, kriegen wir ein Schriftstück von uns. Ja, die Kripo wird sich bei Ihnen noch mal melden. Ja. Und dann müssen Sie zu allem Stellung nehmen, wie, wann, wer was gemacht hat. Dann mal aufschreiben, wie viele Verluste Sie jetzt in der letzten Zeit hatten. Ja. Vielleicht kann man das den Herren nachweisen, dass man da vielleicht noch Geld holen kann. Ich gehe mal nicht davon aus. Und dann müssen wir weiter schauen. Ne? Anstrengender Tag. Wir uns bei Ihnen. Vater und Tochter erhalten die volle Summe zurück, die die Täter aus den Automaten gestohlen hatten. Das Duo wird wegen Computerbetrugs angezeigt.